Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin gerade von Bad Säcking auf den Hotzenwald hochgefahren. Da sah ich einen Notarztwagen, einen Rettungswagen. Und los geht's nach dem Intro. Ja, hier zwischen Villaringen und Eck an der K6587 ist es, wenn es mich nicht richtig täuscht. Jedenfalls hier gab es einen Einsatz. Rettungsdienst und Notarzt war hier. Sonst eigentlich niemand, direkt am Waldrand. Das könnte natürlich ein Waldarbeiter sein, der sich vielleicht verletzt hat. Was auch immer. Ja, es gibt schöne Videos hier auf dem Kanal übrigens, auch Biber-Videos. Man muss ja nicht immer Blaulicht gucken. Und ja, die Kamera habe ich immer dabei. Von da gesehen habe ich ein paar Impressionen hier für alle Interessierten. Nachrichtlichen Hintergrund gibt es hier keinen. Der Rettungswagen ist dann in diese Richtung, nachdem er gewendet hat, zurückgefahren. Ja, morgen übrigens 14 bis 18 Uhr findet in Bad Säckingen eine große Auftaktveranstaltung statt im Wildlife Museum. Das ist dort hinterm Wild Kids. Und zwar wird dort eine Biberausstellung eröffnet, diese vom 30. März bis 30. Juni dort stattfindet. Gleichzeitig ab 14 Uhr. Große Premiere, und zwar von meinem neuen Biberfilm. Viele haben es vielleicht schon gesehen, Teil 1 bis 7 ist schon veröffentlicht, und ich habe jetzt aus denen 7 Filmen, der erste, der war irgendwann so im Dezember letzten Jahres, der Biber aus Rockschür, und mit Interviews, ja, dann ist auch dementsprechend der Jan Strittmatter drauf von Edi Netze, wo mit seiner Crew dann da dementsprechend die Bäume umsägt. Wobei die Crew ist wieder ein externes Unternehmen. Ja, also eine super, super Dokumentation ist es worden. Habe ich jetzt mir sagen hören lassen vom Altbürgermeister, Herrn Dr. Dr. Nufer. Und dieses Video wird jetzt während der Museumsphase, also während der Biber-Ausstellung, dort in der Dauerschlaufe abgespielt werden. Und natürlich die ganzen Schwarzwald-TV-Fans, die können es dann auch hier natürlich angucken. Und wenn der ein oder andere Lust hat, kommt dann halt morgen runter nach Obersäcking, das ist beim Wild Kids. Ja. Fängt um 14 Uhr an, geht bis 18 Uhr. Hochgradige Vorträge. In der Videobeschreibung tue ich mal das Programm mal rein. Und ja, einen Zeitungsbericht gab es heute auch schon im großen Südkurier. Fast eine ganze Seite auf der Hochrhein-Seite. Ich tue es auch unten den Link rein. Können Sie es mal anschauen. Ja, Biber ist ein interessantes Tier. Da gibt es natürlich auch oftmals Verletzungen, wenn er ins Bein reinbeißt oder so. Weil es ist ein Wildtier, muss man aufpassen. Ich selber habe auch schon lebendige Biber gesehen. Da war ich gestern unterwegs und war ganz interessant. Bin mal gespannt, welches Video zuerst online geht. Dieses hier oder das von gestern? Ist ja immer ein bisschen verschieden. Es gehen noch einige Videos online. Ja, der Biber ist zurück. Zurückgekehrt in die Kulturlandschaft. In diesem Sinn, hinterlasst mir alle einen Daumen nach oben und schaut mal auch die anderen Filme an, nicht immer nur Blaulicht. Und das war jetzt kein Clickbait, weil Blaulicht ist ja dabei gewesen. Ja, wie gesagt, supportet meine Biberfilme, teilt die weiter, weil die sind da doch recht interessant. Bis zum nächsten Video und tschüss.